Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetivin hat eine Meinung und ich muss mich kurz entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Hat mir Ivan ausgeliehen. Das passt aber leider gar nicht zum heutigen Thema, denn heute geht es um eines meiner meist erwarteten Spiele 2012. Mit jedem Gameplay-Video, was ich gesehen habe, mit der Anspiel-Session auf der Gamescom, mit jedem Mal, wo ich Kontakt mit dem Spiel hatte, wurde ich immer heißer drauf. Das hat mir sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Und letztendlich habe ich es dann auf dem PC gespielt. Und nachdem ich es durchgespielt habe, so nach knapp 11, 12 Stunden, bin ich doch ein klein wenig enttäuscht. Was das allerdings zu bedeuten hat, werdet ihr jetzt gleich erfahren. Und zwar geht es heute um Far Cry 3. Far Cry 3 spielt ihr Jason Brody, der mit seinen Brüdern und ein paar Freunden auf einer tropischen Insel einen Partyurlaub macht, sein Leben genießt, saufen geht, Extremsport verübt, aber er hat keine Ahnung, wo er da hineingeraten ist, denn die gesamte Insel wird beherrscht von den Piraten, angeführt von dem Gegenspieler Vaas, übrigens einer der geilsten Gegenspieler aller Zeiten im Videospiel. Jason wird letztendlich mit seiner gesamten Truppe gefangen genommen von Vaas und da beginnt das Spiel. Und da möchte ich direkt mal ansetzen, denn das Spiel ist schon zu Beginn sehr intensiv, sehr dramatisch. Es kommt schon zum ersten Monolog von Vaas, der, auf den ich jetzt mal eingehen muss. Das ist einfach ein total geil geschriebener Gegenspieler, super geil geschauspielert, cool gecaptured mit Mimiken und Gestiken, selbst im Englischen wie auch im Deutschen habe ich beides mal ausprobiert, fantastisch synchronisiert, eigentlich wirklich brillant. Der wirklich so diese, wo man wirklich merkt, dass der einfach psychisch gestört ist, der kommt schon teilweise wirklich wie so ein, wie so der Joker von The Dark Knight so ein bisschen ran. Muss ich aber auch schon die erste Kritik sagen, er kam mir einfach ein Ticken zu selten vor. Die Auftritte sind eben die Highlights und man wartet eigentlich stetig drauf. Ich habe auch eigentlich erwartet, auch von den Gameplay-Trailern und so, dass es auch ein bisschen sich auch um Vaas dreht, allerdings ist er dann doch so ein etwas unscheinbarer Gegenspieler, fand ich sehr schade, aber jetzt zurück zum Anfang. Alles, was in Far Cry 3 passiert, erlebt ihr aus der Ego-Perspektive. Egal, ob es in einer Cutscene ist, in einem Gespräch, in einer Action-Sequenz, alles ist aus der Ego-Perspektive und ihr habt halt eben einen Charakter wie Jason Brody, der tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen so ein Typ ist, der nicht genau weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Er ist überfordert, er weint, er wimmert, er säuft. Also am Anfang ist es dann schon sehr glaubwürdig dargestellt. Es gibt zwar in seinem Charakter, in seiner Charakterentwicklung ein, zwei Stellen, die nicht ganz so glaubwürdig und authentisch wirken, aber mit der Zeit merkt man auch, dass Jason Brody sich schon sehr verändern muss, um seine Freunde aus der Gefangenschaft der Piraten zu retten. Denn am Anfang ist er halt eben noch so dieser Typ, der so ein Teenager, der halt einfach durchs Leben geht, so ganz leicht. Und später muss er aber zum Krieger werden, der kompromisslos und kaltherzig agiert, um seine Freunde zu retten. Und selbst seine Freunde sehen in ihm schon nicht mehr den alten Jason, sondern halt irgendwie schon so einen veränderten, kaltherzigen Typen. Das fand ich auch sehr, sehr cool, dass sogar der eigene Charakter irgendwie schon nicht nur so eine Hülle ist, sondern auch wirklich eine Persönlichkeit hat. Und nachdem man den Anfang von Far Cry 3 miterlebt hat, der super dramatisch inszeniert worden ist, entkommst du aus diesem Lager und dann offenbart sich Far Cry 3 als das typische Open-World-Spielprinzip, wie es auch schon in alten Teilen war. Und das hat mich echt fast 3-4 Stunden lang mega abgefuckt. Ubisoft ist eigentlich ein Meister darin, eine schöne Welt zu kreieren. Die sieht super aus. Ich bin teilweise einfach nur irgendwo stehen geblieben, habe sogar Screenshots gemacht, weil das eine sehr schön dynamische, organische Welt ist, wo auch wirklich Leben herrscht. Es gibt dort viel Vegetation, Flüsse, Wasserfälle, irgendwelche geheimen Höhlengänge oder halt auch ganz viele Tiere, verschiedene Tiere, die man auch irgendwie akustisch hört. Also die Atmosphäre ist großartig. Allerdings muss halt diese Welt weichen,
für ein Open-World-Minispiel-Geplänkel, das einfach nicht so, das dich einfach aus dieser Spielwelt herauszieht. Das fängt schon damit an, dass es diese Aussichtstürme gibt, die man auch aus Assassin's Creed kennt. Die Aussichtstürme sind auf der Karte verzeichnet, die Karte ist verdeckt, ihr müsst die Aussichtstürme erklimmen und oben sozusagen synchronisieren oder freischalten. Das bringt euch zum einen freigeschaltete Waffen im Waffenhandel, dazu komme ich noch gleich, und es offenbart sozusagen die Karte mit jede Menge Minispielen und unnötigen Nebenquests, die man eigentlich sozusagen gar nicht braucht. Das, was eigentlich da schon der große Fehler ist in Sachen Open-World-Gameplay, ist, dass auf der Karte alles verzeichnet ist, was ihr irgendwie erbeuten könnt. Egal, ob es jetzt irgendwelche Pflanzen sind oder sogar irgendwelche Schätze sind, die ihr sammeln könnt. Und damit nehmen sie einfach sozusagen diesen Entdeckertrieb komplett aus dem Spiel. Ein Beispiel. Man hat irgendwann mal so ein Rebellenlager, das leer steht. Wenn ich jetzt dort auf der Karte sehen würde, dass dort zwei Schätze, und die werden wirklich punktgenau auf der Karte verzeichnet, dass da zwei Schätze angezeigt sind und zu finden sind, dann laufe ich kurz hin und grase eigentlich quasi meine Symbole ab. Ja? Wenn ich jetzt allerdings kein Symbol habe, gehe ich erst gar nicht rein. Ja, wozu? Ist ja nichts da zu holen. Und das ist eigentlich schade. Man hat keinen Drang danach, irgendwas zu entdecken, zu erforschen, und deswegen ist die Spielwelt eigentlich sozusagen nur eine schön anzuschauen, aber es bringt mir nichts. Dann finde ich es eigentlich schon sehr, sehr schade, dass vieles aus der Spielwelt halt irgendwie viel zu künstlich wirkt. Da blinkt überall irgendwas, was du irgendwie mit irgendwas interagieren kannst. Ja? Ein Beispiel, da steht jetzt zum Beispiel ein Jeep mitten in der Pampa und der blinkt wie wild, damit ich ihn unbedingt entdecke. Und dieser Jeep ist eine Nebenquest. Wenn ich mich reinsetze in den Jeep, dann muss ich Arzneimittel von A nach B fahren. Da ist niemand, der es entgegennimmt, da gibt es keine Story, da gibt es keine Geschichte, irgendwas, was ich erfahren kann von irgendwelchen Leuten oder sowas. Es gibt vereinzelte Missionen, die so gebaut sind, aber es ist mir deutlich zu wenig. Und am Ende erwartet mich eigentlich sozusagen eine sehr unzufriedene Belohnung. Du bekommst Geld und du bekommst Erfahrungspunkte. Brauche ich beides nichts. Geld kriegst du in Überfluss. Und wenn du Geld hast, brauchst du es nicht. Es gibt diesen Waffenladen, das ist das Einzige, wo du wirklich Geld ausgeben kannst, um Waffen freizuschalten, Munition zu kaufen und sowas. Das alles findest du in der Spielwelt. Alles. Alles, was du brauchst, findest du in der Spielwelt. Und selbst diese Aussichtspunkte, die du ja erklimmen musst teilweise, bringen dir halt Waffen. Also wozu muss ich jetzt hier noch irgendwie Geld sammeln, um irgendwas zu kaufen? Denn kaufen brauche ich eigentlich quasi gar nichts. Erfahrungspunkte brauche ich genauso wenig. Ich hatte am Ende des Spiels fast alles freigeschaltet. Alle Fähigkeiten freigeschaltet. Weil du einfach so übermäßig mit Fähigkeitspunkten zugeballert wirst. Wozu soll ich eine Nebenquest dann machen? Geld brauche ich nicht und Erfahrungspunkte brauche ich teilweise auch nicht. Das Einzige, was mich wirklich von diesem Open-World-Prinzip so sehr motiviert hat, dass ich das cool finde, war das Herstellen von verschiedenen, Am Anfang des Spiels hat Jason Brody zum Beispiel nur einen Waffengurt. Und das heißt, er kann nur eine Waffe mit sich tragen. Oder er hat halt einen ganz kleinen Beutel, wo er nur ganz wenig Munition mit sich nehmen kann. Um das zu erweitern, muss man halt in die Welt hinaus und versuchen, ganz bestimmte Tiere zu jagen und zu häuten. Um dann halt die Sachen zu erweitern oder neue Sachen herzustellen. Und das hat mich wirklich motiviert, weil ich wusste halt genau, am Ende bringt es mir was. Am Ende kann ich dann sozusagen noch vielleicht ein Snipergewehr mit mir nehmen, das mir vielleicht irgendwie in manchen Situationen hilft. Das war wirklich cool. Nachdem ich dann so die, 3-4 Stunden wirklich sehr enttäuscht war und mich irgendwie da in diesem Spiel verloren habe, irgendeine Kacke gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, habe ich dann endlich es geschafft, mich wirklich auf die Hauptstory zu konzentrieren. Und da muss ich dann wirklich sagen, das Spiel hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat eine wunderbare Steuerung, es funktioniert alles wunderbar. Die Fahrzeugsteuerung, die Schleichsteuerung, alles ist super geil gemacht. Und es ist halt eine richtige Freude, wenn ihr dann so ein Rebellenlager vor euch habt und ihr habt durch dieses Open-World-Prinzip die Wahl. Möchte ich aus der Entfernung irgendwelche Wachen mit meinem Snipergewehr abknallen? Möchte ich reinschleichen und den Alarm ausschalten und die Leute nacheinander ausmeucheln? Oder möchte ich halt irgendwie Sprengsätze legen und alles in die Luft jagen? Die Wahl liegt bei euch und Far Cry 3 hat einfach eine richtig knallende, krachende Action, die wirklich super viel Spaß macht. Es gibt jede Menge Waffen, die man benutzen kann, die allesamt Spaß machen. Es gibt abwechslungsreiche Missionen, die wirklich natürlich ein bisschen bombastischer, ein bisschen mehr Entertainment bieten. Das muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Ich persönlich fand das allerdings richtig cool, weil auch alles mit dieser Ego-Perspektive halt cool gemacht worden ist.
Die Charaktere sind geil gecaptured, wenn du dann so mit jemandem dich unterhältst. Es gibt wirklich ganz viele skurrile Charaktere, die zwar nicht immer glaubwürdig handeln, allerdings immer so eine, alle so eine Persönlichkeit haben. Alle, du konntest zu jedem irgendwie was zuordnen. Fand ich halt ziemlich cool. Das Einzige, was ich noch kritisieren möchte, ist die meiner Meinung nach unpassende Musik. Ich weiß nicht, warum man jetzt auf diesen Trend aufgesprungen ist, um Dubstep irgendwie in jedem erdenklichen Trailer irgendwie einzubauen. Bei einem Far Cry 3 in einer Mission irgendwie Dubstep-Sound reinzuhauen, macht nicht immer Sinn. Es gibt nur eine Mission, die fand ich ganz cool. Da war von, ich glaube, von Skrillex, Make It Bondem, wo man dann auf einer Drogenplantage ist und dann die Drogenplantage mit dem Flammenwerfer wegfackelt und Jason Brody noch schreit, oh mein Gott, das ist ja voll geil! Und dann hörst du halt, Make It Bondem. Und das fand ich halt schon irgendwie lustig. Das war irgendwie so ein Knife-Style-Spiel. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Das war die einzige Stelle, wo Dubstep tatsächlich gepasst hat, aber sonst ist es eigentlich fast schon eher fehl am Platz. Die Frage, die ich mir nun stellen muss bei Far Cry 3, ist, bewerte ich jetzt die 6- bis 7-stündige Hauptkampagne, die mich durchaus unterhalten hat, die gut abwechslungsreich war, die zwar nicht die geilste Story geboten hatte, also es ist halt nicht irgendwie, es hat mich nicht so sehr interessiert und es gibt auch irgendwann mal so einen gewissen Break im Spiel, der mich dann nicht mehr so gepackt hatte am Ende. Oder bewerte ich die, weiß nicht, weiteren 6 Stunden, wo ich durch die Pampa gelaufen bin mit der Suche nach dem nächsten Missionsziel und da echt teilweise genervt war, weil man irgendwie wieder hier rumlaufen muss und da rumlaufen muss und hier nochmal aus der Spielwelt rausgezogen worden bin. Das ist eben die Frage. Ich würde jetzt für meinen Teil sagen, dass ich mit Far Cry 3 trotzdem mega viel Spaß gehabt habe, weil eben die Action richtig geil geknallt hat. Und das braucht ein Ego-Shooter. Gerade in Zeiten, wo vieles ganz, ganz krass in so ein Korsett reingepackt wird, um zu entertainen und cineastisch zu unterhalten, hat mir Far Cry 3 eben aber dann doch irgendwie mit der Open-World-Geschichte die Freiheit gelassen, so einen Ego-Shooter zu spielen, wie ich es gerade machen möchte. Deswegen, Far Cry 3 ist vielleicht nicht das beste Spiel aus diesem Jahr und auch nicht der Spaß meines Lebens, aber definitiv einen Blick wert, weil das Spiel cool ist. Und wie gesagt, war's. Ich mag dich. Wirklich, mag dich. Na ja, gut. Tschüss.